So, ich habe ja, ich kriege ja immer mal Anfragen, was ich alles so drehen soll. Ich bin dabei. Also so, das ist ja meine Straße hier und jetzt gehen wir ein bisschen hoch. Au. What's on me here? Ja, I don't know. Ja, I not look. Why? Mama, Papa, Mama, ja. Mama ist lieb und Dings. Oh, ich bin wieder mit Otto unterwegs. Ich wollte eigentlich filmen, weil ich weiß nicht genau, was hier los ist. Ich wollte es gerade sagen. Er fotografiert. Sie hat mal bei mir gearbeitet an der Kasse. Das war auch eine Geschichte, aber die werde ich später mal erzählen. What happened here? Ah, okay, I go. Say later. Und zwar ist so, dass die gerade jetzt hier, ich habe meine Maske vergessen, aber sie sagen nicht, sie spritzen die Bar aus wegen Corona. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob da ein Fall war oder was oder wie. Also ein Geschnatterer und ein Gezerre, es ist wahnsinnig. So, also wir sehen uns gleich. Ich bin gleich am Markt rum. Ich muss nur bei der Straße aufpassen. So, ich und bin gerade angekommen. Deswegen habe ich nicht gefilmt, weil man sieht es ja hier, weil die Motorrads früher mal ja abgebogen sind, hat man das alles neu gemacht und so, dass die Mopeds nicht durchkommen. Jetzt habe ich natürlich Probleme, auch mit dem Kinderwagen durchzukommen. Ja, ist okay. Ja, yay. Ja, ey. Ja, ja. So, ich bin mit Hundi unterwegs, den muss ich einmal mal mit rausnehmen. So, das ist der Rombo-Markt. Hier gibt es im Allgemeinen immer, hier sieht man es, hier kann man essen. Ja, man muss eben gucken, ob das sehr dreckig ist oder ob man hierher, ob man es essen kann. Das muss jeder Europäer für sich abwägen. So, hier haben wir noch einen kleinen Markt. Ein Obst- und Gemüsemarkt. Also wir persönlich kaufen da nicht ein. Komm her jetzt. Wir persönlich kaufen da nicht ein, weil es zu teuer ist. Ich habe ja die Tage schon mal erwähnt, ich gehe lieber in die Makro, da weiß ich, dass es frisch ist. So, es ist so, dass meine Straße hier ist, ihr seht es ja, das ist meine Straße und wenn man über die Second Road geht, dann kommt ja noch ein paar Viertel. Das ist an sich ein Riesenbarviertel. Das sind so, ich müsste jetzt schwindeln, 50 Bars. Es ist so, dass die ersten Bars eigentlich immer voll sind und so weiter man nach hinten kommt, wird es an für sich immer leerer. So, wir halten mal hier aufs Körnerhaus. Sieht sehr verlassen aus. Ich weiß natürlich nicht, welche Bar jetzt zu hat. Normalerweise so. Wenn nur noch Müll drin ist und sowas, dann kommen die Leute auch nicht zurück. Dann haben sie das Zeug geschnappt und sind weg. Ansonsten... du bleibst hier, weil jetzt kommen andere Hunde. Ah, bei! Ja, mein Belein. Bei! Du hier, mach hierher! Bei! Komm hierher! So, ich weiß nicht, wie ich abgeschnitten habe, ich muss mal kurz Schluss machen. Weil hier sind drei Hunde und naja, das ist denen ihr Revier und ich bin ja mit Lola unterwegs. Aber ich krieg das immer in den Griff. Au. Ich bin immer noch drauf auf der Kamera. Ja, du komm hierher, hierher. Ja, Lola will natürlich spielen. Das ist denen ihr Gebiet. Man sieht ja hier, sie bellen und bellen und bellen, aber das soll ja heute nicht das Thema sein. Bye. So einfach geht das, man hat es gesehen, so wird das in Thailand gemacht und damit ist gut. Ich bin der Oberboss und ich bin da mit Otto unterwegs, Otto ist der kleine Boss und dann kommt Lola. Ich beschütze natürlich meinen Hund. Früher haben wir mal gekämpft. So hier, man sieht es halt, man sieht es nicht richtig, ne? Weil die Sonne.
Ich müsste wahrscheinlich von oben nach unten laufen. Ja, ist jetzt egal. Dann, so geht's wieder, ne? So. Ja, laufen wir weiter. Es ist so, dass es natürlich nochmal zu ist. Nochmal geschlossen ist. Es ist sehr unersichtlich. Also es sieht manchmal schon ganz schön verlassen aus. Ich weiß eben nicht, ob die Betreiber es aufgegeben haben oder ob die wiederkommen. Ist natürlich so, das ist ein Barviertel, wo man, ich laufe mal jetzt einfach rückwärts, das ist ein Barviertel, wo mir schon die Leute seit 5 Jahren erzählen, dass hier zugemacht werden soll, die Sonne, dass hier zugemacht werden soll und dass man, also entweder ein Einkaufszentrum oder ein Krankenhaus drauf bauen will. Seit 5 Jahren höre ich mir von Leuten immer an, ich soll froh sein, wenn das hier zumacht, aber jedes Jahr aufs Neue hat es offen. Da blickt eben auch keiner durch. Wenn die natürlich alle zumachen, dann habe ich natürlich in meiner Straße schon ein bisschen mehr Bewegung. So, also man sieht es hier wieder, hier ist ein Restaurant, was aufmachen darf. Es ist so, dass hier auch die Bars meistens offen sind. Sieht man es? Offen. Und im Schnitt ist so, entweder passt jemand im Allgemeinen hier so drauf auf, oder irgendein Teil schläft hier und passt eben darauf auf, dass nicht gemaust werden kann. Also die sieht sehr verlassen aus, weil hier ist Fernseher und alles weg. Vielleicht haben sie das auch abgebaut, bis wieder aufgemacht werden kann. Ich kann es euch nicht sagen jetzt. So, hier drüben haben wir nochmal ein Restaurant. Lola. Ein Restaurant. Man hat es gesehen, es ist ein großes Restaurant mit nur Angestellte drin. Ja. Da hat eine Bar wieder ganz pleite gemacht. Hier die Ray Bar, geschlossen. Hier die hat auch aufgegeben. Da sieht man, im Prinzip sieht man es immer, wenn alles weg ist, alles ausgeräumt ist. Wahrscheinlich haben sie den Bilder nicht mitnehmen können. Aber den hätten sie ja normalerweise abdecken können. So, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 7 Bars, glaube ich. Das wäre 7 mal 4. Das wäre das erste Barviertel. Ja, ja, das sind ja schon 28. Dann hier nochmal 28. Ja, da kommen wir weit über 50 Bars. Also hier wieder völlig tot, völlig verlassen. Pleite. Das, ja, das ist eben das Problem, dass die Vermieter halt ihr Geld wollen. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, unten, die waren immer voll. Hier ist alles, hier ist eigentlich tot alles. Regelrecht tot. Oh, hat er genießt. Da ist wieder ein Hund, da müssen wir da aufpassen. Kommt immer darauf an, ob es ein Weibchen ist oder ein Männchen. Bei ihr seht ja, ich komme mit den Hunden sehr gut zurecht. Ich weiß, was ich sagen muss. Es ist natürlich so, in Thailand ist so, die Hunde werden an für sich nicht geschlagen. So. Und dadurch braucht man auch keine Angst haben, dass sie beißen. Ich bin die Respektperson, ich bin der Große, ich gehe, also man muss es natürlich so machen, man muss auf die Hunde drauf zugehen und keine Angst zeigen, das wisst ihr ja. So, ja, hier ist natürlich, hier sind sämtliche Bars aufgegeben, verlassen. Man sieht es, kein Stuhl, kein nix draußen, hier alles. Oh. Also wenn ich hier durch die Stadt gehe, also wenn ihr seht ja, ich bin ja der Einzige. Ich weiß gar nicht, wie die Sonne hier so ist. Ich bin ja hier der Einzige in der Straße. Hier ist kein Walang, kein gar nichts. Das sieht aus, als wäre hier alles tot. Alle Bar. Hier, guck mal rein. Es ist nichts mehr drin.
Ja, komm her, Lola. Sie muss immer überall riechen und machen und tun. Und dann wundert sie sich, wenn andere... Man sieht man es hier. Alles leer und verlassen. Ja, die Hunde versuchen es natürlich immer wieder, aber ist kein Problem. Das ist ein Menschen, die würde sich mit Lola verstehen. Ja, kein Problem. So, ich gehe jetzt mal hier, also... Hier sind noch 1, 2, 3, 4, 8 Bars. Also nicht diese Bars, ich rede jetzt von denen hier. Ja, wie gesagt, Geister. Der Markt, also der ganze Platz heißt richtig Rompo mit R. Details kommen aber immer durcheinander, weil die kein R sprechen können, außer die in Bangkok. Hi. Außer die in Bangkok, deswegen sagen die Lompo-Markt. Dadurch gibt es natürlich auch immer mal Verständigungsschwierigkeiten. Wenn du sagst Rombo-Markt und sie sagen Lompo, oder ich sag mal so, du sagst im Taxi mal, du willst Rombo-Markt, da weiß er nicht wohin. Und dann fährt er erstmal einfach los auf Verdacht, dass du dann weißt, wo es lang geht. Es ist mir in Bangkok schon ein paar Mal passiert. Ja, guck mal, da filmen wir auch gleich mal drauf. Das ist, wie das genau zusammenhängt, weiß ich nicht. Es hat aber was mit dem alten Baum zu tun. Der Baum ist uralt. Sieht man es? Hier. So, und da werden so kleine Häuschen aufgestellt. Das sind zwei Stück an der Zahl. Eins hier, ja, und eins hier. Und das sind Opfergaben. Wenn man vorbeifährt, ja. Was hast du denn? Willst du raus? Ja, wir machen gerade Movie, Schatzi. Wir fahren noch ein bisschen. Ich mache mal Verdeck. Und wenn man hier zum Beispiel vorbeifährt, da wird zweimal gehupt, indem man Buddha danken tut. So, hier die Straße ist ein bisschen mehr Betrieb, aber es ist ja alles zu. Hier. Seht ihr das? Alles zu. Hier war früher eine Bar für Damen. Da konnten die Damen rein. Da tun sich die Männer mit Schildern hinstellen. Und die Frauen können dann sagen, der und der. Es geht nicht um Sex, sondern es geht darum, Spaß zu haben. Also geben die Frauen den Schnaps aus und dann feiern die zwei, drei Stunden. Wer mich kennt, weiß natürlich, ich bin für jeden Gaudi zu haben. Zack, habe ich mir ein Schild geschnappt und habe mich mit hochgestellt. Das war lustig. Es war früher auch so. Ich habe einen Namen vergessen jetzt. Schöne Grüße an Bernd. Bernd sage ich. Ne? Ich sage gerade, habe einen Namen vergessen. Schöne Grüße an Bernd. Bonn wollte ich sagen. Nach Bonn. Hier haben wir uns kennengelernt, also ich habe meine Frau kennengelernt und dann sind wir hier hoch in die Bar und haben da weiter gesoffen, getrunken, einen schönen Abend gehabt. Und das hat ja gefallen, dass ich mich damit hochgestellt habe, dass ich den Gaudi mitgemacht habe. Da habe ich mir eine Nummer geschnappt und da haben die gebrüllt und habe ich mit den Kerlen noch rumgegeigelt. Dann sagt, gib mir jetzt eine Pulle Schnaps und dann haben wir da einen locker gemacht. Also ihr seht ja, es ist alles verlassen, ey. Ich sehe es natürlich nicht wieder, na klar, durch die Brille, das hat man ja die Tage schon mal. Aber es ist so bei mir in Thailand, dass ich muss immer meine Sonnenbrille aufsetzen, weil die Sonne so stark ist, dass mir abends die Augen brennen. Hier, sitz. So, hier sieht man hier wieder total verlassen. Aber das sieht so aus, als ob das hier schon länger ist. Das kann nicht zwei Monate sein. Es ist natürlich so, hier drüben sind, hier ist auch ein Hotel. Hier sind so typische Thai-Buden. Ihr wisst ja, ich erkläre mal dazu. Hier sitzen sechs Walang im Restaurant. Der Friseur ist wieder leer. Ja, ja.
Hier ist mein Freund Kahn. Den habe ich vor ganz vielen Jahren kennengelernt. Da habe ich noch gar nicht hier gewohnt. Das ist ein Tätowierer. Wir haben uns immer unterhalten. Sieht man es hier. Immer nett, immer zuvorkommend, immer supi. Bei denen habe ich auch manchmal tätowiert. Mehr als Gaudi, um ihnen zu zeigen, wie es geht und hin und her. Es gibt Thais, die sind lernfähig, und es gibt Thais, die, die wissen alles. So, guckt mal an hier, ein geiles Fahrzeug, sieht man es? Oh, ich sehe wieder gar nichts. Ah, hier ist es. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wägelchen ist. Dodge steht auch drauf hinten. Hi, hier haben wir wieder ein Restaurant. Ja, er macht wenigstens was. Manchmal sind ja die Thais jetzt nicht so, sondern es gibt ja wirklich ein paar Schlaubi-Schlaus, die dann was machen. Ein Restaurant aufgemacht, schönes Steakhaus, aber ja, keiner da. So, hier wird ein paar, was sind das? Ach, ein paar Bier. Die trinken Bier. Ja, die geben den Bier und dann kommt er wenigstens einmal lang und gibt das Bier aus. Da haben sie wenigstens ein bisschen Spaß. So, wie gesagt, also hier wieder drei Bars pleite gemacht. Hier ist eine Angel Bar. Es ist jetzt halt ungewiss. Ich denke mal, dass viele abgehauen sind, dass der, dem das Stück Land gehört, jetzt wahrscheinlich doch umschwenken tut und irgendwas anderes macht. Weil wenn die Leute keine Miete zahlen können, dann nehmen die ihr Zeug und fahren heim. Und man kann sie hier in dem Sinne nicht verklagen, weil man ja nicht weiß, wo die wohnen, habe ich ja schon mal erklärt. Aber ich glaube, das Video habe ich noch gar nicht rausgeschickt. Ich erkläre es nochmal schnell. Wir haben hier ungefähr 200.000 Einwohner, ungefähr 180.000 Warangs, das sind die Gemeldeten. So, und dann ist es natürlich so, wir haben noch Warangs eine Dunkelziffer, das wird auch so 50.000, 60.000 belaufen. Und alle Thais, die nur zum Arbeiten hier sind, die sind hier nicht gemeldet. Die kommen hierher, arbeiten hier ein, zwei Jahre, haben gutes Geld verdient und gehen wieder nach Hause. Und dann bauen sie sich ihr Haus auf und ihre Farm auf. Wie meine Frau, ist ja klar, die ist auch nicht hier gemeldet. Warum soll die hier hingehen und sich ummelden? Die ist in Bangkok gemeldet und die bleibt da auch gemeldet. So einfach ist das. Oh, Moped. Ja, Otti, komm, wir machen doch mal Bildi. Hä? Sag Hallo. Hallo? Ja, ich weiß nicht. Manchmal denke ich so, er träumt ein bisschen. Aber ist ja nicht so schlimm. Solange er zufrieden ist und glücklich und nicht rumheult, bin ich immer. Wow. So. Hier ist wieder eine Bar. Da sitzen drei drinnen, die passen auf, trinken was, freuen sich natürlich. Sagen, hallo, hallo. Hallo. Immer lachen, ne? Hot. Ja, einer. So. Ja, ist natürlich also die Thais verstehen das manchmal nicht, dass ich mit Otto in die Sonne gehe. Im Prinzip ist so, da braucht er auch seine Vitamin D. Also müssen wir immer mal in die Sonne. Ich hatte es auch schon mal erklärt, die Thais wollen ja nicht so in die Sonne. Boah, es ist wieder eine Hitze. Es ist jetzt, wir haben es um 4. Normalerweise ist es so, bei dieser Bar hier, das ist die erste Bar, da sitzen normalerweise hier alles Warangs, weil man hier schön in den Markt reingucken kann. Und dann belustigen die sich eben. Die sitzen normalerweise schon früh zum 10 Uhr drinnen und belustigen sich. Ja. Oh, die hat gerade geschrien, ich muss mich mal kümmern. So, hier ist er nochmal. Das sollte erstmal gewesen sein. Ich will die Videos nicht immer zu lange machen. Oh, Otti quäkelt rum. Ja. Also wir gehen heim. In diesem Sinne, vergesst ein Abo nicht. Ich muss mich um Otto kümmern. Tut mir echt leid.